Um 9.30 Uhr hat mich der Wachhabende der Feuerwehr oder Feuersicherheitsdienstes angerufen und mich über verschiedene Mängel in Kenntnis gesetzt. Hat mir aber doch bestätigt, dass er im Glauben ist, das Ganze in den Griff zu bekommen. Was sich dann um 10.15 Uhr dahingehend geändert hat, dass seitens der Besucher bzw. der Aussteller dort vor Ort keinerlei Einsicht zu erwarten war. Grundlegend waren dort in den Zelten und in den Hallen vielerorts die Notausgänge und Rettungswege so verstellt, dass eine geordnete Räumung einer Halle oder eines Zeltes auf keinen Fall möglich gewesen wäre. Als ich dann um 10.30 Uhr circa vor Ort war, hatte ich die Unterstützung der Vollzugsbeamten, also sprich der Polizei, angefordert. Dort vor Ort haben wir eine gemeinsame Einsatzleitung gebildet, haben unsere oder die Sicherheit eingefordert, mit der Veranstaltung insoweit konform gegangen, dass halt gewisse oder alle Maßgaben erfüllt werden. Die kam nur zögerlich da, also es wurde dahingehend auch der Besucherstrom seit 11.30 Uhr eingebunden. Die Besucher wurden erst wieder ab 14 Uhr eingelassen, als ich dann nachher um 14 Uhr gegangen bin, war die Situation entspannt. Gegen Abend werden wir seitens der Feuerwehr für morgen geht die Veranstaltung weiter, nochmals die ergriffenen Maßnahmen überprüfen und somit den weiteren Betrieb der Veranstaltung als Feuerwehr oder als Sicherheitskräfte nochmal ins Leben rufen kommen. Was waren die genauen Probleme vor Ort? Ja, vor Ort waren sehr viele Aussteller, die halt total uneinsichtig waren. Und unsere Arbeit bzw. die Mannschaften da unten vor Ort verbal und sogar körperlich gedroht haben, dass uns weiter nichts anderes übrig geblieben ist, halt die Justiz einzuschalten oder Vollzugsbeamte, um halt die Ordnung herzustellen.